Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur Halbzeit von meinem Adventskalender, der 12. Dezember. So schnell geht's. Ja, und wir schnacken nicht lang, wir fangen direkt an. Ich habe schon wieder vergessen, meinen Saft rauszunehmen. Ist aber nicht so schlimm. Die 13. Ja, da ist die 12. Bitte lass mal was hinter sein. Ja, Gott sei Dank. Endlich ist mal ein Bild dahinter. Heute habe ich es mal nicht aufgemacht vorher, weil ich mir dachte, naja. Ja, man geht schon irgendwie mit dieser Erwartung rein, dass nichts Besonderes ist. So. Heute ist ein anderer Ton, ey. Ein Schneegestöber. So. Wir klicken drauf. Und Rezept Milchbrei. Für Skandinavier bedeutet der Winter Gemütlichkeit und dabei darf eine besondere, schmackhafte Süßspeise auf keinen Fall fehlen. Für den Milchbrei für vier Personen brauchst du 150 Gramm Rundkornreis, 300 Milliliter Wasser, einen halben Teelöffel Salz, 700 Milliliter Milch, eine Zimtstange, 1,5 Esslöffel Zucker, 15 Gramm Butter, gemahlenen Zimt zum Bestreuen. So geht's. Reis mit Wasser und Salz in einem Topf aufkochen, den Reis zugedeckt 10 Minuten kochen lassen, Milch mit Zimt hinzufügen, alles gut vermischen und aufwärmen. Jedoch nicht kochen lassen. Den Reis zugedeckt bei geringer Hitze warm halten, bis die Milch vollständig aufgesogen wurde. Circa 30 bis 45 Minuten. Dabei nicht umrühren, aber aufpassen, dass der Reis nicht anbrennt. Okay. Den Topf vom Herd nehmen und den Reis weitere 10 Minuten ziehen lassen. Dann Zucker und Butter unterrühren, warm und mit Zimt bestreut servieren. Jo. Ich habe ein paar persische Freunde und eine meiner besten Freundinnen ist auch Perserin und die kochen tatsächlich auch Milchreis mit Wasser und Salz, aber die machen danach keine Milch und keinen Zucker und so dran. Und ich habe das mal probiert und es war sehr gewöhnungsbedürftig. Dafür war das Gesicht unvergesslich, als ich Milchreis gekocht habe und ihre kleine Tochter meinen Milchreis probiert hat. Und da ist ihr nämlich alles aus dem Gesicht gefallen, weil Milchreis süß kannte sie überhaupt nicht und mochte sie auch nicht. Hat sie auch direkt wieder so der Blick zu Mama und da, wo kann ich das hinspucken bitte? Das war richtig gut. Okay, so. Ja, eine Schokolade. Mein Bauch ist immer noch nicht gut, aber ich probiere es trotzdem. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Da ist Marzipan drin. Ich meine, mein Bauch, ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. Immer so eine leichte Übelkeit. Nein, ich bin nicht schwanger. Aber ja, keine Ahnung. Gut, so, ich komme zu Plotter Marie. Ja, wie immer versuche ich die Tüte zu retten. Hat bisher eigentlich ganz gut funktioniert. Achso, ich hatte schon ein bisschen gefühlt, hier sind heute mehrere Sachen drin oder zumindest was Dickes. Und jawohl, es sind zwei Sachen drin. Ich stelle einmal hier runter. Und zwar einmal, das habe ich mir aber schon fast gedacht, dass die drin ist, so eine Flockfolie. Die ist halt einfach dicker als Flexfolie und wenn man die anfasst, dann ist die so samtig. Also die fühlt sich ein bisschen an wie Stoff. Und hier haben wir eine Transferfolie. Und zwar klebt dieser Teil hier nicht, sondern die Folie klebt. Und damit kann man dann die Strasssteine aufnehmen. Und gestern waren ja Strasssteine in meinem Päckchen. Und wir haben ja für heute und gestern, die beiden Teile gehören ja zusammen. Und ja, hier haben wir dann jetzt eine Flockfolie, weil man mit Flockfolie sehr gut Strassdateien ausschneiden kann und dann mit der Folie übertragen kann und das nimmt man dann und bringt es auf den Plotter. Also man schneidet spiegelverkehrt hier aus. Warte, nein, jetzt muss ich gerade überlegen.
Schneidet man spiegelverkehrt? Nee, man schneidet, glaube ich, richtig rum. Legt sie rein, nimmt die Steine auf. Nee. Doch spiegelverkehrt schneiden, ne? Tut man die Steine rein, nimmt sie auf und legt sie so drauf. Nee, dann muss alles nicht spiegelverkehrt. Also müsste ich nochmal nachgucken, aber ich glaube, alles nicht spiegelverkehrt. Weil du ja die Teile der Klebedings. Ich habe gerade irgendwie. Man nimmt die, man legt sie ja so rein, wie sie auch draufgeklebt werden und nicht andersrum. Also muss alles so sein, wie man es am Ende dann auch wirklich braucht. So, und ich gehe einmal kurz hier auf meinen Monitor gleich und zeige euch die Datei, die heute da drin war. Ich habe jetzt nicht gelesen, ob sie von Eva selber war oder von jemand anderem. Das kann ich euch jetzt gerade nicht sagen. Aber so sieht sie aus. Live, also Leben ist, was du machst. Ja, und finde ich nicht hässlich auf jeden Fall. Und die Datei wird halt genau passend sein zu diesen Strasssteinchen, die halt gestern drin waren. Ja, finde ich auf jeden Fall cool. Und selbst wenn ich es dafür nicht verwende, diese Sachen kann man immer gebrauchen. Wie gesagt, ich weiß nicht unbedingt, ob ich die Dateien so liebe und die dann benutze oder ob ich was anderes draus mache. Aber es wird auf jeden Fall Zeit, mal was draus zu machen, weil wir haben schon Halbzeit und ich habe noch nicht eine Sache von denen, die in diesem Kalender waren, verwendet. Genau, also zumindest von diesem ersten Paket sozusagen, also von diesem ersten Projekt, zumindest das sollte ich mal machen, weil ne, die Weihnachtskarten, wobei ich muss ja nicht unbedingt Weihnachtskarten draus machen, kann ja auch andere Karten machen. So, okay, wo wir gleich schon beim Monitor sind, gehe ich dann nochmal drauf und das hier ist die Datei von Tante Plotter. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Es ist eine Wolke mit Sternenregen. Ja, gefällt mir nicht. Muss ich ganz, ist einfach so. Bin ich einfach ganz ehrlich. Und wir kommen direkt zu Tintenrebell. Und da ist heute was drin, was mir tatsächlich gefällt. Und zwar so eine Feder. Und dann sitzt da, haben wir da so einen Wald. Und das soll dann wohl ein Füchslein sein, nehme ich mal an. Und die gefällt mir echt gut. Ja, sage ich nichts weiter zu. Gefällt mir sehr gut. Und ist mal nicht so kindlich. Das finde ich besonders schön. So, ja, und dann kommen wir zum Päckchen von meiner Miss Fruchteis. Ich bin gespannt, was heute drin ist. Und ich habe wieder überhaupt... Ey, nein, nicht verknoten jetzt. Komm, ich habe dich immer wieder so schön zugekriegt. Ich muss mir mal merken, dass das hier vorne ist. Ich muss mir mal irgendeinen Aufkleber oder so drauf machen. So, ach, hier ist die 12. Sehr schön. Holly Jolly. Make good wish. Schönes Papier. So, wie sich im Winter das Angesicht... Wie sich... auch im Winter. Pff, wie komme ich da denn da jetzt drauf? Wie sich im Wasser das Angesicht spiegelt. So ein Mensch im Herzen des anderen. Ja, das stimmt. Oder wie wir immer so schön sagen, wie es in den Wald ruft, so schallt es hinaus. Das hat meine Mutter immer gesagt oder sagt meine Mutter immer. Das steht in Sprüche 27, 19. Und so ist es, Leute. Wenn wir lieb und nett zu anderen sind, dann werden sie es auch zu uns sein. So, und die 12 ist heute dieses kleine Männekiken mit dem Sternchen. Und ich setze euch wie immer auf Pause und ja, such mal mein Paketchen. So, ich habe mein Paketchen gefunden. Oh, tut mir leid, geht mir gerade nicht so. Also das Stück Schokolade ist mir, glaube ich, nicht bekommen. Dieses Paketchen ist mir jetzt schon öfter in die Hand geflutscht, weil das ist nämlich ein bisschen kaputt gegangen. Und so konnte man halt auch schon reingucken. Da sind auf jeden Fall Stifte drin. Ich habe nicht richtig reingeguckt, aber man hat halt die Stiftenden gesehen. Und ich würde tippen, dass das Fineliner sind. Da sind aber auch noch andere Sachen drin. Wir schauen mal. Oh, na komm, jetzt ist es eh schon so kaputt. Oh, da sind viele Sachen drin. Wirklich viele Sachen. Und zwar haben wir hier als erstes so ein leckeres Duschgel.
Ja, riecht ganz gut, aber ich denke, das werde ich meinem Mann geben, weil erstens finde ich, das riecht so ein bisschen nach Männerduft und zweitens wasche ich mich tatsächlich nur noch mit Seife, seitdem ich die Dreads habe. Ja, habe ich ja für meine Haare Haarseife und benutze halt auch für den Körper nur noch Seife. Also zwar sehr gute Seife, also nicht irgendwelche komische Seife, sondern so handgemachte und ja, spezielle Seifen halt, die was Besonderes sind, aber ich benutze halt nur Seifen. So zarte Flocken verschneien den Moment. Plötzlich fällt ein Stern vom Himmel und erfüllt mir meine Winterträume. Ja, sehr schön, da sind immer so süße Sprüche drauf. Deswegen mag ich diese Teile so gerne. Das riecht echt. Ja, riecht so ein bisschen wirklich nach Männerduft. So, dann haben wir ein Küsschen. Freunden gibt man ein Küsschen. Und hier sind ganz viele Marker drin. Und ich lese mal. Die Stifte sind mal von Action ausgepackt, probiert, ob sie gehen und neu. Vielleicht. Ich kann das Wort hier gerade nicht entziffern, weiß nicht, was es das heißen soll. Für dich. 2 mm ist am coolsten. Okay, das sind dann wahrscheinlich diese, die so vorne immer breiter werden. Sowas in der Art habe ich auch. Zwei. Achso, das ist 2, das ist aber hier 0,3. 003, okay, der ist noch kleiner als meiner, den ich oben habe. 0,1. Ich sortiere gerade mal nach Größen. 0,5. Das ist 0,05. Das ist der, den ich. Aha. Hier ein. Okay. So, das ist der allerfeinste. Die gehen auf jeden Fall schon mal schwer auf. Und der ist so wirklich ganz mini. Also, ich habe einen, der ist 0,05, wie der hier. So einen feinen habe ich noch nicht. Das ist cool. Das ist dieser 005. Wundert euch nicht, falls ich noch Farbe an den Fingern habe. Ich bin die ganzen Tage hier nur mit Farben am Rummanschen. So, dann haben wir den einer. Das ist jetzt alles nicht mehr so spektakulär. Ich springe dann direkt mal zu dem Zweier hier. Der sieht ein bisschen aus wie ein Washpen. Probieren wir mal. Ah ja, ist es auch. Cool. Und zwar tatsächlich sehr. Oh ja. Oh ja. Oh ja, schön. Kann man sehr fein und auch sehr kräftig mitmalen. Und der ist sehr weich von der Spitze. Da muss ich aber aufpassen, dass ich nur gutes Papier benutze, sonst franzt der mir, glaube ich, aus. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Das wandert alles wieder zurück in den Kalender. Ich muss mal gucken. Ich hoffe, das passt damit rein. Sonst schmeiße ich es weg. Egal. Ich bin immer so mit Aufheben, ne? So, das Gummiband hebe ich mir auf jeden Fall auf. Ja, ich habe gestern tatsächlich geschafft, meinen Schreibtisch hier zu organisieren. Vielleicht mache ich euch mal ein Foto und blende euch das hier ein. Hallo meine Lieben, ja, wie ihr seht, habe ich mich umentschieden und werde euch meinen Schreibtisch jetzt nochmal per Video zeigen und nicht einfach per Foto. Ich fange mal rechts an. Rechts ist mein, ja, hier sind erstmal so ein paar, ach, ich will ja jetzt nicht das ganze Zimmer zeigen, eigentlich nur den Schreibtisch. Also, mein Heißluftföhn, meine Maus, mein Müllbehälter, das Teil gehört zu meiner Tastatur. Das macht geht mit Magnet hier vorne dran und dann hat man es weicher, wenn man mal länger schreibt. Da sind noch Reste von meinem Adventskalender von Mausi bzw. Miss Fruchteis. Da habe ich die Stifte schon einsortiert. Da steht mein Rechner, oben drauf meine Kopfhörer, da sind meine Monitore. So, dann habe ich mir gestern die Behälter dort, die sind schon älter, die habe ich aber vorher woanders stehen gehabt und hatte da Sachen drin, die mehr Platz brauchten. Und zwar in den Teilen war vorher das da. Kann man sich kaum vorstellen, aber
Also das sind jetzt quasi sechs Fächer, zwei Teile mit sechs Fächern, wo ich alles Mögliche einsortiert habe, was ich halt immer auf dem Schreibtisch sofort brauche und ja, also immer griffbereit haben muss. Davor steht Klebezeugs und mein Liquid zum Auffüllen. Hier habe ich mir einen neuen Stempelturm gebaut und da habe ich es noch ein bisschen erweitert. Ja, dann habe ich mir das so gemacht. Ich habe mir da immer so Kästchen gebastelt und dann außenrum ist so eine Pappe und das hat mir mal Goldbuddy in einer Post geschickt. Ja, und dann habe ich das Stempelkissen da einmal reingedrückt, damit ich halt immer gleich sehe, wie das auf Papier aussieht und dann mit einem ganz festen Klebeband hier drunter befestigt. Und so kann ich es da auch immer rausziehen. Und hier oben habe ich mir noch Platz gelassen, falls noch mehr sind, meine Auffüller. Dann hier diese, wie heißen die Dinger? Blending Tools. Hier hatte ich, glaube ich, schon gezeigt. Ne? Das waren die Stifte, die heute im Kalender drin waren. Die habe ich mir hier gleich einsortiert zu meinen Fein- und Feinlinern und Brushpen, wobei ich die eigentlich, die ich immer benutze, habe ich eigentlich in einem Täschchen. Ja, wie ihr gesehen habt, da ist halt meine Tastatur. Das ist quasi diese Fläche, die ihr immer seht, wenn ich filme. Dann geht es hier weiter. Da habe ich auch so ein Tool, also so ein Organza mit meinen Nuvo Drops. Ich habe drei, einmal Clear mit Glitzer. Und dann meine beiden Lieblingsfarben und das reicht mir auch. Mehr brauche ich nicht. Ja, hier sind, da ist der wunderschöne neue Füller von Miss Fruchteis. Den Stift, den habe ich mir letztens gekauft, den muss ich auch unbedingt ausprobieren. Da kann man richtig coole Hintergrundsachen mitmachen, aber ich habe erstmal nur einen. Ja, dahinter habe ich mir, also das Teil ist schon älter, aber dahinter habe ich mir jetzt noch ein Kästchen dran gebaut. Könnt ihr vielleicht da hinten sehen, das Grüne. Das habe ich damit dran geklebt und da sind meine Gutscheine drin, damit ich die nicht immer verbuddle. Ja, da ist so alles Mögliche, ein Stempel, noch ein Tombow-Klebernrest, Stempelreiniger. Ja, die Farbe, die ich mir jetzt für den Füller gerade neu gekauft habe. Hier sind so Dankeschön-Zettel, wenn jemand was in meinem Shop bestellt, was ich auch tatsächlich mal verschicke oder wenn ich eine Tauschpost mache oder so, dann mache ich da so ein Zettelchen mit rein. Hier sind meine Versamark und die schwarzen Stempelkissen. Der hier und der sind Waterpool. Und ja, das hier ist ja, glaube ich, für Alkohol. Also den benutze ich am wenigsten tatsächlich, weil ich ja auch nicht mit Alkoholmarkern male. Aber ich glaube, der Memento ist, glaube ich, für Alkohol. Dafür habe ich mir den, glaube ich, mal gekauft. Aber benutzen tue ich eigentlich die beiden, hauptsächlich sogar den, weil der tatsächlich super ist. Also ja, Stampin' Up ist schon was Tolles. So, das Ding, das ist auch schon älter. Dahinter steht übrigens mein Plotter und da seht ihr noch ein bisschen Unordnung, aber das wird alles noch. Heute habe ich mich jetzt erstmal auf den Schreibtisch konzentriert, genau. So, und hier habe ich meine Distress Oxide Stempelkissen, davon habe ich sechs. Da habe ich mir auch ein Türmchen gebaut mit so kleinen, ja, mit so kleinen Löcherchen, damit ich hier mit dem Finger drunter kann und mir das Stempelkissen rausziehen kann. Das Teil habe ich auch schon länger, da sind Threads drin vom Action, na, Handy, bitte scharf. Na, geh mal weiter weg, vielleicht will er dann wieder. Mal so, ups, ja, das hat funktioniert. Genau, da sind halt Threads drin, das ist schon älter, das Teil, das fand ich mal ganz süß mit dem Herzchen. Das Ding ist auch schon älter, das ist eine Datei gewesen von Siolet, allerdings in Mini-Format. Die Originaldatei ist, dann ist das Teil nur so groß. Und ja, ich habe mir das dann halt vergrößert. Das ist auch super. Da passt eigentlich auch genau so ein Distress Ink Stempelkissen rein, aber ich habe hier halt noch Threads drin. Hier hinten habe ich so größere, bunte Büroklammern. Hier habe ich mir gestern einen Kasten gebaut, da sind meine ganzen Stempelkissen drin. Die sind halt alle von Stampin' Up, bis auf einer. Da ist noch ein ganz dünner, kleiner, günstiger drin. Und hier sind lauter Werkzeuge für Fimo oder für Clay oder ja, sowas halt. Hier habe ich noch eine Kiste mit Werkzeug für Schmuck, mit lauter Zangen, ja, bisschen
wenn ich mir schnell was aufkritzeln muss. Wasser, immer ganz wichtig. Und da habe ich das Heftchen von Miss Fruchteis liegen. Genau, ja, das war es eigentlich. Ja, hier ist die eine Kamera, die mich immer von vorne filmt. Und das ist die von oben. Die stand vorher da. Das habe ich getauscht. Die beiden Dinger hatte ich schon gesagt, glaube ich. Ne? Da habe ich vorher Krims, also da habe ich vorher solche Sachen drin gehabt. Und da ist jetzt so Krimskrams, Nagelfeilen und Anti-Stress-Ball, wenn ich mal keine Idee habe. Und dann knete ich damit rum und dann fällt mir eher was ein. Da sind meine ganzen USB-Sticks drin und SD-Karten und so weiter. Genau, da sind noch meine Boxen. Da habe ich ein bisschen Sachen hängen. Und zwar ein Totoro, den habe ich mal von Miss Fruchteis bekommen. Dann von meiner allerliebsten persischen Freundin. Da oben, das ist auch von Miss Fruchteis. Das auch, die Teile, die habe ich mir mal gegossen. Das sind Magnete. Ja, hier habe ich Kabelkrams für meine ganzen, für Handy und alle möglichen Gerätschaften, die dann auch mal aufgeladen werden müssen. So, was war hier noch interessant? Ja, und das hier, das ist auch, sind auch alles Sachen von Miss Fruchteis. Das habe ich mal für sie gemacht und habe dann eins für mich und hier mit drangehängt. Jede Geste der Freundlichkeit verändert die Welt. Finde ich so schön, den Spruch. Deswegen habe ich mir den da dran gemacht. Und den habe ich, glaube ich, auch mal von Miss Fruchteis bekommen. Totoro. Genau, ja. So ist mein Schreibtisch. Und da habe ich noch was von Miss Fruchteis. Das hat sie mir mal gemacht, ja, als ich... Ach so, das habe ich ganz vergessen. Aber ich sage es kurz noch mit dem Herzen zu Ende. Das hat sie mir mal gemacht, als ich nach Spanien gegangen bin. Ich habe gesagt, ich möchte gern was von dir mitnehmen. Und da hat sie mir so ein Herzchen gemacht und hat da ihren Fingerabdruck mit reingemacht. Und dann halt so ein... Okay, da streikt die Kamera. Immer noch nicht. Na komm. Jetzt. Bitte scharf bleiben. Genau. Also, es heißt Freundschaft, weil man mit Freunden alles schafft. Steht da drauf. Also ganz, ganz süß gemacht. Ja, und was wollte ich gerade noch? Genau, das Brett hier. Das habe ich mir gestern auch noch eingebaut zusätzlich, weil diese Sachen hier, die lagen immer übereinander hier. Und das war total nervig, weil man immer ganz vorsichtig, weil da ist nämlich ein Ausschalter von dem Monitor. Da musste man immer ganz vorsichtig drunter. Aber es war so nervig. Und da habe ich mir gestern, hat mir mein Mann das Brett hier besorgt von Hornbach und das mir einmal kurz, ich habe es angezeichnet, dann hat das mir zurechtgesägt und dann habe ich es mir hier reingeschraubt. Und hier habe ich mein Lineal, was ich ständig immer griffbereit haben muss. Mein Falz- und Schneidebrett von Stampin' Up. Mein Zeichentablet und hier noch so ein paar Lineale und noch ein anderes Schneidewerkzeug, wo man halt auch so Dinger mitmachen kann. Genau. So, das war's jetzt aber. Reicht auch hin. Ich wollte ja eigentlich nur ein Foto machen. Jetzt habt ihr mal ein bisschen mehr gesehen. Okay, ihr Lieben. Ja, dann geht's weiter. Wenn ich es vernünftig drauf kriege, muss ich mal gucken. Genau, und ich habe hier jetzt endlich ein bisschen Ordnung wieder. Ach, das tut so gut, ne? Ja, ihr Lieben, das war mein Adventskalender zur Halbzeit. Und ja, wir sehen uns morgen schon wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.